Hallo, herzlich willkommen beim Happy Camping. Heute nehmen wir euch mal mit auf den Campingplatz. Pass auf, das zeige ich dir mal. Alpencamping Stenzing. Tada! Hier wollen wir nämlich jetzt heute Morgen und übermorgen mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Das ist total schön da, also zumindest auf den Fotos, weil da gibt es, ich zeige dir das alles mal schon mal jetzt, aber gleich so in richtig, wenn wir dann angekommen sind. Hier gibt es so richtig mit Sauna und hier Wellness und so, zack, Bums. Sauna, Oase, guck mal, oh, das ist total schön. Dieser Campingplatz, der liegt so ein bisschen südlich vom Bodensee, also ganz unten, sogar schon so weit unten, dass der gar nicht mehr in Deutschland ist, sondern in Österreich. Aber da wollen wir gleich mal hinfahren, das müssten so von hier so 240, 250 Kilometer von München sein. Also relativ gut fahrbar, hoffe ich zumindest. Ja, Ferien sind jetzt auch bald vorbei. Und dann, ja, dann sind wir mal gespannt, was uns alle erwartet. Also, komm mal mit. Oh, guten Morgen. Wir sind jetzt hier beim alten Camping Lenzing. Das ist so ein bisschen Lenzing mit N. Das ist da unten irgendwo. Da steht auch übrigens Thüringen. Ich dachte mal, Thüringen wäre ganz woanders. Das ist hier der Bodensee, Lindau. Hier hast du Bregenz und dann hast du hier auch schon Liechtenstein. Und wir sind eigentlich direkt einen Steinwurf entfernt von Liechtenstein. Ursprünglich war der Plan natürlich heute ein bisschen Sightseeing zu machen. Man kann ja entweder den ganzen Tag auf so einem Platz sitzen, ja, und sich die Nachbarparzellen angucken, die übrigens, und ich zeige dir den Platz gleich auch noch ein bisschen, total super toll angeordnet sind, so ein bisschen mit diesen Terrassen und so. Ja, haben wir uns überlegt, naja, ob wir das den ganzen Tag mit Leidenschaft machen, wahrscheinlich eher nicht. Deswegen machen wir uns heute auf und erkunden so ein bisschen die Gegend, weil der Bodensee, der ist ja um die Ecke, da bietet sich das ja an. Ursprünglich wollten wir zu den Rheinfällen von Schaffhausen, haben uns gedacht, das muss da ja auch irgendwo die Ecke sein, ja, das sind von hier aber irgendwie bei 150, 160 Kilometer, das machen wir dann mal wann anders. Heute, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah ist, gucken wir uns an, hier so ein bisschen Lindau, ein bisschen, was gibt es da noch alles, Konstanz und so. Und da zeigen wir dir natürlich auch mal ein bisschen was, damit du eine Ahnung hast, was du hier so machen kannst, wenn du mal nicht auf dem Platz bist. Aber auch der hat natürlich eine Menge zu bieten und damit, da fangen wir jetzt erstmal mit an. So, komm mal mit. So, ist also hier dieser wunderbare Campingplatz hin, ja, ist ja schon tausendmal falsch gesagt, Nenzing heißt es korrekterweise. Da unten guckst du so ein bisschen ins Tal und deswegen hast du hier auch so diese terrassenförmige Anordnung, wie du siehst. I'll show you. Zack, 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 zack. Ja, ist halt echt ziemlich cool gemacht. Und es gibt unterschiedliche Kategorien, welche von denen du so ins Tal reingucken kannst. Plätze, wo du dort nicht kannst. Wir hatten eigentlich einen gebucht, von dem man gucken kann. Der wäre irgendwo da oben gewesen. Aber wir haben dann recht schnell entschieden, wir nehmen einfach gleich den hier. Dann müssen wir dann nicht noch hochockern. Ja, weil es ist relativ, naja, ein bisschen eng. Also wenn du noch nie im Wohnwagen gefahren bist, und hast dann gleich auch so einen riesen Okolyten hinten dran hängen, dann könnte das sein, dass das sich hier vor eine kleine Herausforderung bringt. Ich glaube, dass das Gebäude, was du hier gerade vor uns siehst, dass das so das ursprüngliche Gebäude war, wo vielleicht so Rezeption und so drin war. Jetzt haben sie, oh, da geht die Dame auch direkt schon zum Abwaschen. Das ist super. Ne? Ja, gut. Meine Rollenverteilung ist halt klar definiert. Jetzt hast du nämlich da unten dieses Gebäude, da nehme ich dich gleich mal mit hin. Das ist nämlich jetzt so das Neue. Da unten ist auch der Pool und die Sauna, ein kleines Lädchen, die Rezeption. Das sieht tatsächlich aus wie in so einem 5-Sterne-Hotel. Jetzt mache ich hier mal die Tür zu, da muss ja nicht gleich jeder reinlaufen in unseren Wohnwagen. Wenn ich dich jetzt hier mitnehme und dir so ein bisschen die Wasch- und Örtlichkeiten der anderen Art mit auf den Weg gebe. Also siehst, ist schön hier, oder? Aber da hast du auch noch was gesehen, ja? Hatten wir direkt drunter zu leiden. Nämlich, guck mal, da unten, da siehst du noch ein bisschen, da war nämlich ein kleines Hundehäufchen, da bin ich mit dem Auto gleich durchgefahren, hab's platt gemacht. Ja, wenn du jetzt schon mal einen Hundehaufen vor dir gesehen hast, und nicht nur gesehen, sondern auch gerochen, dann weißt du, boah, das ist jetzt anstrengend. Und so war das auch anstrengend, das haben wir dann weggespritzt. Hunde also erlaubt. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Also im Gegenteil, finde ich ganz cool, weil ich finde ja Hunde auch irgendwie ganz geil. So ein Hund allerdings, der macht ja auch mal ein Geräusch, was zu beweisen war. In dem Rahmen alles cool. Heute Morgen hatten wir aber einen der Nachbarhunde, der hat auch schon um 7:15 direkt erstmal guten Morgen gesagt. Und zwar nicht nur zu seinem Herrchen und zu seinem Frauchen, sondern zum kompletten Platz. Gut, wir waren eh schon wach, ja. Aber, also wenn du Hunde zum Brechen findest, dann fahr hier nicht hin. Nicht deins.
wenn du mit Hunden okay bist, kannst du es machen, wenn du Hunde magst, absolut, zack, ran und los geht's. So, pass auf, jetzt das Mitwichtigste für so einen Camper, ja, wo kann ich denn mal, weil ich bin ja kein Hund, ich kann das ja nicht auf die Wiese fallen, wo kann ich denn mal? Zeig mir. Jetzt bin ich gar nicht weit gelaufen, da hinten siehst du direkt so einen Wohnwagen noch stehen, da sind wir nämlich hier vorne auch schon gleich am Eingangsbereich, Schranke, die obligatorische, und da hast du auch schon was gesehen, nämlich den Pool. Also echt schön. Also für einen Campingplatz habe ich es so schön noch niemals gesehen. Hier sind wir dann auch direkt schon an der Rezepte. Leading Camping, habe ich auf der Homepage gelesen, ist irgendwas total super Tolles. Also super toll in Bezug auf Mensch, da wird ja was geboten. Und das, was hier geboten wird, da zeige ich dir mal. Guck mal, hier ist so der Pool, siehst du? Innen drin ist nochmal das gleiche Wassermaß innen, also quasi ein sogenanntes Hallenbad. Hier ist so ein bisschen Restaurant, da wollen wir heute Abend mal gucken, was da zu tun ist. Und unterhalb dieses Pools, da waren wir gestern Nachmittag schon, aber da zeige ich dir natürlich nicht aus Pietätsgründen oder Gründen der FSK-Thematiken, da ist die Sauna. War ein Dampfbad, eine normale Sauna und so eine Kräutersauna, habe ich nicht gesehen. Aber die waren schon ziemlich cool, also die waren echt schön, jetzt nicht so eine Mistsauna irgendwie hingestellt, sondern so richtig schön mit Holz und so ein großer Ruheraum. Und das war echt schicke. Das ist super. Also hier kann man es aushalten. Die Sauna, die kostet, ich werde ja auch noch mal so eine kleine Auflistung machen, von was hat der ganze Spaß jetzt hier für uns so monetär bedeutet. Die kostet extra irgendwie, ich glaube, pro Person 9,50 Euro. Hat geöffnet von 16 bis 20 oder 21 Uhr. Irgendwie sowas. Reicht aber auch, erst genug geschwitzt. Der Pool hier, das Hallenbad-Ding, was um eine Liegewiese, haben wir gestern noch gar nicht gesehen, ist ja sensationell. Der ist für Campinggäste für free und für Leute, die da einfach nur mal so planschen wollen, kostet, weiß ich nicht, 3,50 oder so. Jetzt komme ich mit. Jetzt gehen wir mal da in die Rezepte. Heute Abend bestimmt. Heute Abend wollen wir ja hier essen. Das sieht doch toll aus, oder? Schau mal. Also selbst im Dunkeln sagt man, oh, das sieht aber toll aus. Und es gibt Wein. Komm mal wieder. Hier die Örtlichkeiten. Guck mal, hier, das ist ja, Frauen kennen das nicht, das sind Pissoirs, da kann der Mann sich hinstellen. Kleine Klos, fängt man nochmal rein. Alles sauber, alles gut. Und vor allem, jetzt wirst du mich auslachen. Vernünftiges Klopapier. Finde ich total wichtig. Nicht so ein dünnes Zürtelzeug, sondern schönes Klopapier. Das funktioniert dann alles auch ganz gut. Aber das ist alles ganz schön hier, schon mal. Ja, mit Sauberkeit nicht gespart. Da kann man also weiterhin abgefahren. Dann fahren jetzt hier morgens auch so ein bisschen hier so die Busse ab, ja, für die Wandersleute. Hier, das ist auch geil, oder? Alpenlodge. Und da, guck mal, da macht die auch noch hier Sport und so. Sensationell, das sieht ja geil aus. Das mal an. Weiß gar nicht, das gibt es hier, glaube ich, noch nicht. Will ich aber jetzt nicht lügen. Vielleicht gibt es das und ich kenne es nicht, aber das ist ja eine Fotomontage. Sieht aber geil aus. Kann man machen. Was ich dir mal zeigen wollte, ist ganz was anderes. Hier gibt es noch so ein kleines Lädchen. So, hier ist noch ein bisschen Waschmaschine. Kannst Geschirr spülen. Ja, ist ja auch immer wichtig. Hier kann man am Vortag hinschreiben, was für Semmeln man möchte. Hier steht ABCD Blasülz und dann hier auch ganz eintragen. Total super. Morgens, am nächsten Morgen also, holst du die dann ab, hier in diesem Lädchen. Guck mal, hier kannst du Krusch kaufen. Das ist total super. Karten, wenn du mal so durch die Gegend rennen willst. Innen drin hast du dann hier so ein bisschen noch mehr Krusch und so ein bisschen hier mit Schnaps. Ein bisschen was zum Essen, ein bisschen was zum Trinken. Und da gibt es dann morgens immer die Semmeln. Ich glaube, einen schönen Wein müsste man sich vielleicht noch holen. Auch mal wieder gern mitgenommen. Als Mitbringsel für die Freunde. Wenn man keine hat, kann man sich das schenken. Also super, oder? Die Preise, guck mal, jetzt kriegst du hier für so einen Radler, zack, bums, 1,90. Kann man mal machen. Jetzt nehme ich den dann auch direkt wieder mit, ja, auf dem Weg. Hier nochmal kurz der Blick zu dem Pool. Da würde ich aber auch gerne reinspringen. Blöderweise habe ich natürlich meine Badehose vergessen, obwohl ich noch dran gedacht habe. Ja, ein totaler Schüsselhorst. So,
ein bisschen ärgerlich, weil ich hätte ja schon auch ein bisschen schwimmen wollen. Jetzt dachte ich mir, da nackt reinhüpfen, dann sind die wahrscheinlich total irritiert. Das lassen wir mal lieber. Dafür haben wir ja gestern schon schön geschwitzt. Die Saunabilder, ich zeige dir das vielleicht mal auf dem Bildschirm, ja, von der Homepage. Das ist dann so ein bisschen wie mittendrin statt nur dabei. Hier siehst du ja auch mal, drumherum sind ein paar Berge. Holländer sind auch, da. Und zwar ganz schön viele. Holländer. Niederlande sind gerade leer. Und nehme dich jetzt noch mal mit zum älteren Waschhaus. Alter, weiß ich, also mutmaßlich, dass das älter ist. Zeig dir doch, es sind drin nämlich auch tupi super sauber. Ja, vor allem ich nehme halt das immer. Also immer ist gut, noch nur zwei Tage hier. Weil es ja viel näher. Ja, von Natur aus eher so ein mit Ressourcen durchaus sparend umgehender Mensch. Und wir würden das jetzt als faul bezeichnen. Macht nichts. Das Raum ist echt schön. Ach guck mal, das ist vielleicht der Berg, wo die ihre komischen Dinger reinbauen. Da ihre Lodge-Teile. Das kann natürlich sein, oder? Abgeholzt haben sie es auf jeden Fall schon mal. Das ist ja schon mal super. Ja, jedenfalls, ich finde das total schön. Also dieses Schwimmbad da vorne ist echt toll. Hier, die bauen erstmal auf. Da sage ich doch, viel Erfolg. Jetzt nehme ich dich mit ins Waschhaus. Ich hoffe, es kommt uns keiner entgegen, weil das irritiert ja Menschen immer. Waschhaus. Das ist hier so ein bisschen Damen-Dusche, Herren-Waschraum. Wir duschen nicht, wir waschen nur. Hier ist nix. Hier hast du für die Invaliden Damen-WC, Herren-WC. Fremde Männer muss man jetzt auch nicht beim Pinkeln filmen. Das meine ich. Aber du kannst dir ja vorstellen, du hast ja schon mal ein Klo gesehen. Wir sind ja nämlich nicht in Italien, wo es Stehklos gibt. Das hatten wir ja vor kurzem auch noch. In Aqualandia in Jesolo. Das ist auch ein Schwachsinn. Mensch, 2017 kann man doch mal ein Klo hinbauen. Na, jedenfalls ganz anderes Thema. Ich höre, meine Frau räumt auf. Ja, das hört dann auch der ganze Campingplatz. Der bringt erstmal seine Gülle weg. Und dann ziehe ich mir jetzt was an die Füße. Dann gehen wir ein bisschen meine Zähnchen schrubben. Und dann setzen wir uns ins Auto. Und dann machen wir heute mal Sightseeing. Nehmen wir dich mal mit. Also die Rheinfälle in Schaffhausen sind gestorben. Hat gerade der Chef vom Campingplatz, mit dem habe ich mich kurz unterhalten, hat der auch gesagt, er hat gesagt, da fährst du locker 2,5 Stunden. Und so hoch sind die auch nicht, ein paar 20 Meter. Springen ja andere runter. Also, Sightseeing. Jetzt sind wir beiden hier in Bregenz. Da habe ich natürlich total meine Kamera vergessen. War ich erst ein bisschen traurig, habe auch direkt ein bisschen geweint. Dann aber fiel uns ein, man kann ja auch mit dem Handy ein bisschen filmen. Juhu, wir können dich mitnehmen. Das machen wir jetzt. Das große gelbe Gebäude ist der Niedermann. So, wie sagt man immer so schön? Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Haben wir uns überlegt, das mit dem Wasser, das haben wir ja gerade abgehakt. Das war schön eine Stunde einmal über. Ja, weiß ich nicht, von Bregenz bis nach Lindau, kurz einmal vorbeigescheuert und dann direkt wieder zurück. Und jetzt, pass auf, zu Lande haben wir hier in der Sekunde gerade gemacht. Aber jetzt geht's in die Luft. Pass auf, zeig ich dir. Der Fenderbahn, 1064 Meter hoch und ich hoffe ja inständig, guck mal, das ist ein Restaurant, dass es da vielleicht auch eine schöne Gulaschsuppe gibt. Weil auf dem Berg gibt's nichts Schöneres als eine. Gulaschsuppe, also. Juhu. Ach du verdammte Kacke, guck dir das mal an. Die wollen doch da bestimmt nicht alle hoch. Wollen die da alle hoch? Schaffst du es schon? Ich habe auch nur trockene Semmel dabei. Na ja, gut, dann, also, dann nehmen wir dich gleich mal mit. Also es sei denn, wir müssen 5 Stunden anstellen, dann machen wir das lieber nicht. Halten wir mal feste die Daumen. Halt. Liebe Fendergäste, herzlich willkommen bei Ihrer Fahrt auf dem Fender, dem Erlebnisberg am Bodensee. Mit unserer Panoramabahn erreichen Sie in ca. 6 Minuten die in 1022 Meter Höhe gelegene Bergstation. Sie überwinden dabei 606 Höhen.
Der Fender, ein Ausläufer der Ostalpen, ist 1064 Meter hoch und bietet bei guter Fernsicht einen herrlichen Panoramablick über den Bodensee, den Ringenzerwald, über mehr als 240 Alpengipfel. Beobachten Sie sich Ihre Unterhaltung aus nächster Nähe bei einer Rundwanderung durch den Alpengipfel. Wandern Sie nach Lust und Laune auf einem Kilometer bis mit Befestigung. Welcome to Fender Mountain. I will show you. Tatat, Bodensee. Gerade noch mit dem Schiff, was ja gesehen. Ja, da vorne siehst du, da dieses, was da so ins Wasser reingeht, da geht der Rhein rein. Also da geht der Rhein rein in den Bodensee. Das ist super. Und hier für die ganzen, die sich überhaupt nicht auskennen auf dieser Welt, hast du jetzt hier direkt auch super so Bilder. Siehst du? Toll! Toll! Hier gibt es ein Restaurant, jetzt hoffe ich. Aber wahrscheinlich dürfen wir. Oh, es lief gar nicht. Echt jetzt? Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich gerade aufgenommen habe. Jetzt habe ich ganz viel erzählt, nämlich was man hier alles Tolles machen kann. Man kann unter anderem, wenn du mit der Bergbahn hier hochgefahren bist, musst du noch so, ich sag mal, so knappe 10 Minuten, da steht was von 5, das ist gelogen, also so 7, 8, 9 brauchst du, je nachdem wie fit du bist. Ein bisschen weiter hochlaufen zu diesem Sendemasten, den siehst du schon. Und unterhalb des Sendemastens, da ist, hör gut zu und halt dich fest, eine Wirtschaft. Eine ganz kleine. Da gibt es ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was zu essen. Unter anderem habe ich gegessen, und das kann ich dir empfehlen, weil es echt lecker ist, einen. Ich weiß nicht, was sie hat, die ist ein bisschen doof manchmal. Einen. Eine Bockwurst, Bockwurst mit Senf, war lecker und noch viel leckererer, war ein schöner kleiner Pott mit Gulaschsuppe mit 2 Scheiben Brot. 4,50 Euro oder so. Wenn du Bock drauf hast, hol's hier, klare Empfehlung. Jetzt gehen wir rutschen. Oh, hier ist ein richtiger Kletterpark. Da gehen wir jetzt mal hin. Wo sind wir jetzt? In Lindau am Bodensee im Hafen. Das hat aber mit Campingplatz-Restaurant nichts mehr zu tun. Pass mal auf, ich zeig dir das mal, was hier alles gibt. Ey. Boah, lecko mio. Hier lecker, so richtig mit Gulasch. Lecker. Ne? Ein Rehrücken, ein Wolfsbarsch. Hier ein bisschen vegan sogar, für die, die das mit dem Fleisch nicht haben. Da vorne ist ein total super schönes Salatbuffet. Hier gibt es natürlich das obligatorische Schnitzel. Dann gibt es aber auch einen schönen Zwiebelrostbraten und Xibergerisch, das ist wahrscheinlich die Region hier. Und so, guck mal, Schatz, hier, hallo. Sieht das hier aus? Hallo, Campingplatz. Das ist aber mal was Ordentliches. Dann gucken wir mal, ob das auch so gut schmeckt, wie sich das hier vermuten lässt. Ich muss noch mal rüberfahren. Wie schön das auch draußen ist. Ja, man kann das sehen, weil da kann man ja sehen. Und jetzt sind wir auch schon direkt wieder zu Hause. Riecht Drama, aber das ist ja auch bekanntlich am schönsten. Also, was ich dir noch schuldig bin, ist so ein kleines Resümee, wie man so schön auf Deutsch sagt. Und vielleicht sogar noch mal so ein ganz kleiner Blick auf die angefallenen Preise. Also fangen wir damit einfach an. Wir waren zu zweit 2 Nächte vor Ort und haben bezahlt, gucke, zeige ich dir, das ist eine Rechnung, die du kriegst, das ist ja auch alles hochoffiziell, das sind 73,65 Euro. Wie setzt sich das zusammen? Naja, so ein bisschen durch eine Gästetaxe, Blasüls. Dann kommt der Platz dazu mit den 2 Personen, der kostet ein bisschen was, einen Umweltbeitrag und natürlich auch einen Zuschlag für den Kurzaufenthalt.
Ja, kann man ja nachvollziehen, wenn man lange bleibt, das wollen die lieber, verdienen die ja mehr Geld. Nichtsdestotrotz kostet auch der Strom noch ein bisschen was. Wir haben für unfassbare 5,85 Euro Strom verbraucht, denkt man sich auch. Boah, na gut, dass ich da nicht wohne, das wäre ein bisschen teuer. Lirum larum, also ich denke mal, so unterm Strich sind 73 Euro ja, für zwei Nächte, also drei Tage im Endeffekt, sind ja durchaus angemessen und zwar für diesen wirklich tollen Platz. Erwähnen darf ich allerdings an der Stelle noch, dass die Sauna, die ist nicht inklusive. Die hat nochmal gekostet, ich habe gerade nochmal tief in meinen Synapsen nachgeforscht, 9,50 Euro pro Person, also 19 Euro sind wir nämlich. So, das ist aber deine Entscheidung, ob du das machst oder nicht. Es gibt da aber auch so ganz wilde Arrangements auf der Homepage, da musst du einfach mal gucken, bei www.alpencamping.at. Kriege ich jetzt übrigens auch keine Provision für. Ja, auch das ist deine Entscheidung, ob du da guckst. Auf jeden Fall gibt es da so Arrangements mit, da ist dann schon manchmal Sauna mit dabei. Dann gibt es auch so Sachen, da ist dann irgendwie auch schon eine Halbpension mit dabei. Kannst du also abends essen gehen. Essen waren wir übrigens auch. Hast du ja gesehen, hast ja auch ein paar kleine Blicke auf die Karte werfen dürfen. Dann ein Resümee. Toller Platz, sehr sauberer Platz. Die Anfahrt, die ist auf dem Hinweg ein bisschen, naja, also ich würde jetzt mal sagen, eng. Also wenn du da so einen Riesenhänger hinten dran hast und bist noch nie gefahren, weil du musst schon manchmal ein bisschen schnaufen und auch gegebenenfalls die Augen aufmachen. Weil du fährst nämlich da Richtung dieses Campingplatzes, fährst du da irgendwie so den Berg hoch. So, das ist eine sauenge Straße, die ist für Wohnwägen sinnigerweise auch nur eine Einbahnstraße. Das heißt, ein Wohnwagen kommt dir nicht entgegen. Das wäre auch ein totales Drama, weil dann würde nichts mehr gehen. Blöd ist nur, das ist nur für Wohnwegen eine Einbahnstraße. Manchmal kommt dir halt einer der Menschen, die dort wohnen, entgegen. Ja, also dann kannst du aber nicht irgendwie ausweichen, weil dann muss der Typ zurückfahren, bis er irgendwo sich in der Einfahrt, am Anfang ist es noch so ein Wohngebiet, oder aber an irgendeinen Feldwegrand stellt. Weil zwei nebeneinander funktioniert nicht. Ein Fahrrad und ein Wohnwagen nebeneinander, das wäre schon eng. Also die Hochfahrt ein bisschen enger und runterwärts fährst du dann eine andere Straße wieder den Berg runter. Die ist tatsächlich etwas besser. Also da kannst du auch mit ein bisschen langsam und gucken, passen da auch zwei nebeneinander durch. Das ist okay. Also dessen musst du dir bewusst sein. Guckst du einfach am besten mal bei Goggle Earth oder wie das heißt. Dann Platz total sauber, WC ist total sauber, tolles Klopapier, hatte ich schon erwähnt, Essen total super, dieser Wellnessbereich, sensationell klasse, nette Leute, also beim Chef habe ich ein bisschen geschnackt und auch die Kellnerinnen da im Restaurant, super cool. Was zu bemängeln wäre, wenn du das mit den Hunden nicht magst, dann ist halt ein Platz, da laufen auch Hunde drauf rum. Das musst du dir bewusst sein. Was ist das für eine Folge? Naja, manchmal kläfft so ein Hund halt auch und wie man bei uns gesehen hat, also das finde ich natürlich dann auch eher doof, lässt immer so ein Häufchen fallen und wenn Herrchen gerade nicht aufpasst, bleibt der da ja liegen. Blöd, wenn du mit dem Auto durchfährst und die ganze Parzelle stinkt, als ob du gerade in der Güllebude wohnst. Kann man ja wegspritzen. So, dann noch eine Sache, die möchte ich erwähnen, das Thema Dusch, das habe ich jetzt nicht gefilmt blöderweise, die Duschparzellen, auch sauber, auch alles tutti. Mit einer kleinen Ausnahme. Das ist wie so also ein Zimmerchen, das ist hier so die Dusche und hier hast du so einen kleinen Sitz, das kennst du von anderen Plätzen, die kannst du so runterklappen, da kannst du deinen ganzen Krusch draufstellen und du stellst die Stuhl hin und hängst dein Handtuch oben hin. Blöderweise ist das voneinander getrennt, nur irgendwie durch, ich habe das nicht abgemessen, ich hatte den Zollstock nicht dabei, ich sag mal so 25 cm Trennwand. Ja, manchmal duscht man da aber auch rum, das heißt, weil das halt so nah beisammen ist, wenn du da nicht wirklich vorsichtig beim Duschen bist, oder bin ich in der Regelmäßigkeit eher nicht, dann werden die Klamotten aber auch ein bisschen angesprenkelt. Naja gut, man kann sie natürlich auch vor diesem jeweiligen kleinen Badezimmer hängen lassen. Da sind Haken. Ja, da hängt es aber so, dass da auch jeder dran rumfummeln kann. An deinen Unterbüchschen. Das ist dann deine Entscheidung, ob du das möchtest. Ansonsten, gut gemacht. Tolle Homepage. Nicht übertrieben die Fotos. Saunaklasse. Preis finde ich völlig legitim. Kann man nochmal hinfahren. Und die Lage ist cool. Die Lage ist cool. Du bist schnell am Bodensee. Gut, mit Rheinfällen ist es natürlich ein Rheinfall gewesen. Wortspielwoche. Nichtsdestotrotz von mir. Klare Empfehlung. Da fahren wir nochmal hin. Und auch für Kinder ist da ein bisschen was zu sehen. Die können da auf diesen Dingen da rumkrebeln und so. Einen richtigen Spielplatz habe ich jetzt ehrlicherweise nicht gesehen. So, und jetzt wünsche ich dir ein schönes Wochenende, wünsche ich dir eine tolle Ausfahrt, falls du dich gerade auf dem Wege in den Kurz- oder gerne auch Langurlaub befindest. Und dann heißt es,
bleib uns wohlgesonnen, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Happy. Ich weiß nicht, ob die Frau aufpasst. Frau! Herzlich willkommen bei Happy! Und so, tschüss!